aufgezeigt. Das, dadurch wurde Cassie bei mir geboren. Das war wirklich ihre allererste Zeichnung. Das war auch noch in meinem Anfangsjahr. 28.12.14 und just awesome. wir betrachten einfach diese unglaublich magischen Flügel, weil es so garantiert möglich ist zu fliegen. Das wissen wir alle. Dann noch mein Headshot von ihr, der auch okay war. Dann dachte ich mir mal, yo, Silvester, machst du einfach mal ein schönes Bild. Neben dem, dass die Arme viel zu lang sind und auch sehr spaghettiartig aussehen. Und das Kleid. Also der Faltenwurf des Kleides ist echt der Hammer. Und hier müsste dann eigentlich, wenn ich auf die Armlänge aufgepasst hätte, der Schritt gewesen sein. Aber ich glaube, ich habe den hier gesetzt. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Das Einzige, was gut wurde, waren die Füße, finde ich. Jetzt sind zumindest die Haltung halt. Ja, und die Haare sind Sandsäcke. Aber es glitzert im Hintergrund. Das macht das Bild schon wieder besser. Ja, wenn ihr Draw Like a Sir kennt, ich hatte am Anfang auch Bünder sind gefährlich und böse. Ich war auch schon in, wie ich auch schon in anderen Art Stuff Gedöns gezeigt habe, aber hier sehen wir es wieder. Bünder sind böse. Ja. Es hat echt lange gedauert, bis ich mal die gedacht habe. Hier ist dann wieder keiner. Und die Haare sind immer so fett und dicke Spaghetti und bäh. Das war die erste Roxy. Damit wurde sie geboren. Ich wollte ihr zuerst immer lange Haare geben. Und ja, aber das hat sich dann eigentlich relativ schnell erübrigt. Und dann hat sie jetzt eine der seltenen, mein kurze Haare. Zwar kein krasser Schnitt, weil kurze Haare sind so schon anstrengend genug für mich. Okay. Ja, also... Ich sag's mal so, dadurch, dass man keine Taille sieht, finde ich, sieht das gar nicht mehr so schlimm aus. Weil ich sagen muss, ich habe Angst, wie dünn die Taille war, wenn das hier... Weil das ist ein lockerer Stoff, der betont ja nichts. Wie fucking dünn war bitte die Taille? Hab ich da One Piece mal imitiert ungewollt? Es tut mir leid, aber One Piece hat die schlimmsten Taillen, / meiner Meinung nach, Frauenkörperbau, was ich bisher gesehen habe. Ihr könnt mich töten, wenn ihr ein One Piece-Fan seid. Aber ich meine, neben dem, dass irgendwie so Piraten noch nie wirklich gereizt haben, ist dann so der Zeichenstil so. Ich kann nicht zugucken, wie diese Mädels laufen. Oha, Alter. Der Typ sieht ja gar nicht mehr so scheiße aus. Krass. Ja, für einen kleinen Zeichenwettbewerb in einer kleinen Zeichnergruppe. Waren das sozusagen die Skizze fürs Artwork. Und das haben wir, glaube ich, auch im letzten und Stuff gedöns. Habe ich, da war, glaube ich, auch dann das Artwork dabei, wo ich dann irgendwann aufgehört wer hatte. Entschuldigung. Das war alleine wieder. Und sie sieht einfach mal so motiviert as fuck aus, Alter. Das ist meiner Meinung nach eins meiner schönsten Layla-Bilder. Es ist irgendwie, es ist nichts Besonderes und die Haare sind auch eigentlich voll scheiße gecolored. Und ich glaube, dadurch kam ich auf hellere Haarenden, also diesen Farbverlauf, den ich jetzt auch drin habe. Zumindest, wenn sie jetzt erstmal ihre Kraft aktiviert hat. Aber ja. Aber sie sieht eigentlich echt gut aus, finde ich. Nachdem ich halt selbst wieder reingekritzelt habe, dann so habe ich noch mit durchgeblendet und so, Alter, das sieht voll gut aus. Und das ist... Okay, die Skizze war anscheinend 5 Tage vorher. Ja, da habe ich verschiedene Augen ausprobiert. Just awesome. Das war ein Alleine-Versuch. Das weiß ich auch. Ach nee, doch nicht, das war Marlene. Oha. Entschuldigung. Das war ein Marlin-Versuch. Die sieht auch wieder motiviert das Fuck aus und
der Oberkörper ist awesome. Es ist kein bisschen creepy. Aber okay. Ja. Nein. Ja, ihr Schwert ist ja nun mal mit das Wichtigste für sie und da wird es auch eigentlich voll krass. Awesome Details. Ich glaube, die wird die einzige bleiben, die wirklich ein einfaches Waffe hat. Vielleicht auch bis zum Schluss. Wahrscheinlich bis zum Schluss. Ja. Nein. ich habe jetzt eigentlich eine andere Idee, die ich machen will. Ich weiß nicht, ob ich auf die wieder zurückgreife. Sie sind beide sehr kitschig. Da nimmt sich beides echt nichts. Ah ja, keine Ahnung. Mag ich Gestein vom Gebirge besonders stabil und leicht? Naja. Ja, ich kannte hier auch immer noch nicht schrägstrich. Ich hab's einfach noch nicht richtig geübt. Und das ist ein Wolf mit Gummipfoten. Also, ich weiß nicht. Jetzt im Nachhinein betrachtet, ist halt der Schwanz viel zu kurz. Schwanz geht ja irgendwo. Aber die Pfoten sind halt so gummiartig. Also, da glaubst du nicht wirklich, dass er mit rennen kann. Ja, eins meiner. Ich glaube, das ist mein einziges bewusstes Redraw. Vielleicht mache ich demnächst selbst nochmal eins. Weil, ganz ehrlich, dadurch bekommst du ganz schön viele Likes. Ja, ich zeige immer noch für mich und Likes sind nicht wichtig, aber es ist schon ein schönes Gefühl, wenn wirklich eine Handvoll Leute auf deinen Post reagieren. Aber ja, das war, glaube ich, mein einziges Redraw bis jetzt. Wie man sieht, das ist die alte und das ist halt die neue und ich weiß noch, ich war an die Tag so stolz und dann habe ich es halt in der Gruppe gepostet und da kommt einer so, ja, ist ganz okay, aber ich mag ja fast schon das alte mehr, weil beim neuen sieht es aus, als wäre sie schwanger. Also, ja, es sieht wirklich so aus, als wäre sie schwanger, aber es war so, okay, es war, es war so zum ersten Moment stolz in eine Gruppe gepostet, so. Ich weiß nicht so ganz, ob ich es in dem Sinne wahrgenommen habe, als ich gesagt habe, ja, stimmt schon. Aber es war halt so, vor allen Dingen so ein dumpfes Gefühl, so, okay, jetzt magst du es nicht mehr wirklich. Eigentlich warst du gerade eben noch voll stolz drauf, jetzt kannst du es irgendwie nicht mehr. Kennt ihr das? Postet ihr gern in Gruppen? Ich für meinen Teil nicht. Da ist schon viel zu viel unnötiger Stress entstanden. Ja, für die Crazy Bear Challenge, wo im vorherigen Teil, wo ihr gern vorbeiklicken könnt, was ich hoffentlich in Infopunkt verlinken werde. Charakteridee, weil ich zuerst irgendwie Lust drauf hatte, die in einem Café rumrennen zu lassen, natürlich in einem Make-Café und sie sieht genauso motiviert aus wie ich des Öfteren. Weil ich jetzt schon deutlich motivierter bin auf Arbeit, weil ich mich wohl fühle. So, das war dann, glaube ich, sie selbst noch. Also, das sollte sie eigentlich erst in der Uniform sein und dann sie selbst. Ich glaube schon. Ja, ich habe mich da aber unentschieden. Und eigentlich sollte diese Kette eine voll wichtige Rolle spielen. Oh ja, stimmt. Jeder lebt in seiner eigenen kleinen, heilen Welt. Doch wir sind Menschen und machen Fehler. Ein Riss reicht, um alles zu zerstören. Ja, da wollte ich einfach mal, wenn die Träne so ins Wasser fällt. Oder Tropfen. So zur Symbolisation. Beides ausprobieren, so von oben und von der Seite. Das sieht beides langweilig aus. Ohne Schattierung sieht das immer echt langweilig aus, muss man sagen. So, das sollte dann ihre... das sollte die Olle... Nein? Keine Ahnung. Das soll aber auch in den Kaffee arbeiten, ne? Die habe ich auch mal versucht von hinten und... Die Haare sehen aus so wie Mini-Tentakel. Also, ich weiß nicht, weil sie halt so schwer und rund aussehen. Ist das so, was mich dann bei alten Bildern schon so ein bisschen triggert? Hier wollte ich mal wie sie einen Ratschlag zeichnen, aber es wurde, naja. Vor allen Dingen hier bricht sie sich einfach die Hand. Du kannst so keinen Handstand machen, weil du musst ja dich wegdrücken. Und wenn du das dann, also wenn du das so versuchst, sagen wir jetzt mal, du hast ganz viel Glück und rollst irgendwie zurück, dann krach. Also,
Ich weiß nicht, könnte passieren. Auf jeden Fall tut's weh. Eigentlich immer alle hinausgestrickt zum Abstützen und so. Aber es meldet auch später erst. Und die Beine klappen so auch nicht wirklich. Ich glaube, ich wollte die so halb abrollen schon wieder machen. Deswegen war das eingeklingelt, aber naja. Und dann habe ich schon entschieden, dass das Leia sein sollte, die mit ihr in Action tritt und Engel halt, ne, und so. Jo. Natürlich schöner Ausschnitt. Das sollte Blondschopf sein, wenn sie in ihrer Ringsform ist. Wie man jetzt sieht, da ist die Kette. Oh Wunder. Aber es sieht immer noch nicht besser aus. Entschuldigung. Er ist wunderschön. Zuerst haben wir einen schönen Typen und jetzt haben wir ein Etwas. Und dieser magische Raum wurde freigelassen, weil damit er keine Scheiße bauen kann. Nein, weil ich kein Schnee bezeichnen wollte. Ja. Und er hat komische ineinander steckende Schenkel statt Knie. Er ist wunderschön. Und er hat vor allen Dingen eine Taille, Alter. Er hat eigentlich Muskeln, auch ein Sixpack, aber eine Taille. Und die Arme sind mucho gusto. Ja. Ich glaube, damit wurde geboren, dass ich vor Männern echten Respekt habe. Also jetzt so mehr auf zeichentechnisch bezogen. Ja, da habe ich wieder wegen Roxy rumprobiert, weil ich halt wie bei sonst eigentlich allen anderen auch lange Haare machen wollte, aber ja. Wieder Augen ausprobiert, wo man fast keinen Unterschied sieht. Auch mal Augen ausprobiert. Ich weiß nicht, ich habe da in der Zeit echt 1000 Augen ausprobiert. Für ein anderes kleines, ich weiß nicht, ob es auch fürs Weintiegs-Wettbewerb war. Aber ja, und das war für jemand anders. Ich geplant. Keine Ahnung. Das war ein kleiner Versuch. Es erinnert mich gerade an ihr neues Design. Also ihr neues Design ist ja auch ein Body. Wenn ein bisschen anders, aber da hat sie auch den Gürtel und so. Ich weiß nicht. Das ist gerade schön. Ich wollte eh sowas ähnliches nochmal sozusagen die Idee nicht ganz verwerfen, weil sie werden später alle praktischere Outfits bekommen. Schon allein Marlene kriegt definitiv ihre Rosen. Sie hasst Kleider so sehr. Und ja. Ja, meine kleine To-Do-Liste, was ich auf unseren Stammtisch alles machen wollte. Ja. Elena. Dadurch wurde meine Marke geboren bei Briefen. Ich habe jetzt jedes Mal, wenn ich irgendjemandem ein kleines Briefchen schreibe, weil ich ihm halt ein Bild zuschicke, habe ich immer diesen kleinen Smiley da drin. Ich mag eigentlich nicht wirklich Katzen. Also ich bin klar der Hundemensch, aber irgendwie habe ich das die ganze Zeit drin. Weil ich halt diesen Doppelpunkt 3 Smiley total mag und dann kommen irgendwann die Striche zu. Aber ja, das ist alleine und ich werde definitiv nochmal so ein Design machen. Weil ich finde es nicht schlecht, aber es ist halt detaillos. Dop, dop, dom! Ja, Chandikami Katze, die. Sie ist wunderschön, guckt euch dieses Gesicht an. Mucho. Aber ja, eigentlich futscht das so wieder raus, weil es die mit den Fingern nicht fest zupackt, aber. Naja. Ist ja nicht der einzige Fehler hier, ne? Ja, es ist okay. Die Challenge halt mit rechts und links jeweils dasselbe zeichnen und ganz ehrlich, dafür, dass ich links eigentlich relativ grobmotorisch bin, sieht es ganz schön mal so scheiße aus. Und da haben wir wieder keinen Mund, weil Männer sind überbewertet, aber hier. und das soll alleine in ihrer Menschenform sein. Jetzt hat sie ein anderes Design. Das ich bisher nur auf eine einzige Art aufgestellt. Egal. Und da war ich dann nochmal das Farbige mit ihr. Sieht voll süß aus, außer dass ich da den Fuß anscheinend gebrochen habe. Ich weiß nicht, habe ich den sozusagen gebrochen, aber es sieht echt falsch aus. Ansonsten geht's ja. Nur halt der Fuß ist so ein bisschen, ja okay. Weiter. Dann nochmal Blondschopf, nachdem sie ein krasses Mysterium aufgedeckt hat. Ja, ihren Bruder gefunden hat oder irgendwie so.
Ich weiß gerade nicht, ob das der Bruder sein sollte oder irgendein Vogel, der dann halt der Böse ist. Aber ja, nochmal ein Typ, der ganz okay aussieht. Hier hat mich jemand gefragt, ob ich ihn Tieren erklären kann. Und neben dem, dass die Titten echt wunderschön sind, ich mich gar nicht frage, warum ich die so gezeichnet habe. Nikolaus Schlampisch. Aber ja, zuerst halt mit dem Grundton alle Falten so sozusagen andeuten und damit einen schönen weiteren Farbnuancen das Ganze vertiefen, ja, in den Leben reinbringen. Ganz grob gesagt. Ja, es gibt ganz viele Speedpaints hier, da könnt ihr auch gucken. Ich bin scheiße am Erklären. Ich habe zweimal versucht, so ein schönes Erklärvideo zu machen, aber ich kann das irgendwie nicht. Es tut mir leid, ich muss sowas echt vor Ort bei jemandem machen und dann in dem Beispiel erklären und dann kann das vielleicht eher nachvollziehen. Ja, Werbung für Künstlergedöns. Wunderschöner Schnibi. Wo ich kurzzeitig mal Bock hatte, Layla im neuen Design ein voll krasses Artwork zu spendieren. Aber mehr als diese Skizze wurde das nie. Weil anstrengend. Dann Leiner im neuen Design mal für ein Artwork skizziert, aber ich glaube, das habe ich auch nicht umgesetzt, aber es ist nicht mehr wirklich so schwer. Da habe ich schon mal Frisuren geübt und oh mein Gott, wie wunderschön. Die sind halt alle so fett und wabbelig und da hat die, ich glaube, das war noch dieselbe Person, die mich gefragt hat, wie man schönere Posen schafft und ja, ich glaube, ihr kennt das. Es ist halt immer aufregender und schöner fürs Auge, wenn irgendwo eine Bewegung drin ist. Sei es die Schulter oder am besten Schulter und Taille. Aber halt nur so, es wirkt im ersten Moment für uns immer verkrampft, weil sich niemand freiwillig so hinstellt. Da wird immer irgendwas abgeknickt oder entlastet es den einen Fuß. Ja, dann nochmal Augen, weil Augen sind schön. Aber ja, die sind okay. Ich bin jetzt auch nicht so wirklich das Bahnzeichen, aber die sind okay. Das war wieder ein Skizze für ein Artwork von Charms. Das war auch im letzten Video drin, wo ich dann auch mehr zum Charakter erklärt habe. Jetzt dann war noch mal wegen Falten gucken und die Titte wird eingequetscht oder so ähnlich. Keine Ahnung. Aber ja, es ist gerade die Titte ist echt am merkwürdigsten. Das weiß ich noch. Da war ich mit meiner Klasse auf Klassenfahrt und wir waren in Italien. Und ich war halt mit meiner Freundin auf dem Zimmer und mir war langweilig. Und dann habe ich einfach Bock gehabt, so ein Zimmerfenster zu zeichnen. Und hab's halt gemacht, ne? Und es sieht gar nicht mehr so scheiße aus. Klar, es ist nicht realistisch, aber es ist eigentlich ganz schön. Finde ich. Dann war mal eine Zeit lang so ein kleines Umfragegedöns in der Runde unterzeichnen halt, ob jeder einen oder alle Charaktere da die Scheiße hingeschmissen hat und die dann halt reagieren sollten, weil am Ende war ihnen, glaube ich, Pudding über den Kopf geschmissen. Und vorher halt normale Fragen und ja, da habe ich dann versucht, Leila. Auch wenn sie so im Nachhinein betrachtet nicht so reagieren würde. Sie würde irgendwann nur nicht in die, mehr an die Augen gucken, weil ja das Ganze peinlich ist. Eine Meerjungfrau-Skizze. Gedönt. Yo. Random Person, die gar nicht mal so scheiße aussieht. Aber ihre Titten sitzen ganz schön weit oben und. Ja, okay, sie sind klein, aber sie sitzen ganz schön weit oben. Ja, es war dann mit der Base nicht zufrieden, also nichts weiter. Dann habe ich nochmal von der Seite probiert und ja. Von der Seite zeigt kann ich jetzt schon mal eher, aber es ist trotzdem immer noch ein kleines fettes Arschloch. Wieder random Person, was aber ganz niedlich aussieht, trotz der Fehler heute, aber ich finde, sie sieht ganz niedlich aus. Wir ignorieren den Kopf einfach, okay? Da habe ich Schuluniform versucht. Ja, wurde so nicht, weil es irgendwie nach nichts Halbes und nichts Ganzes aussieht. Die schönste für mich Schuluniform, die ich bisher gesehen habe in Animes, war von Aphelia. Nee, The Adventure of Aphelia Knight. Irgendwie so. Das ist, die Schuluniform ist einfach nur mega schön, Alter.
Ich muss mir den Anime auch nochmal in Ruhe ansehen, aber wenn ich gerade so an Schuluniform denke, das für mich persönlich ist das bisher die schönste Schuluniform, die ich gesehen habe. Isogi! Wieder. Carla. Kalia. Sana? Carla? Carla. Carla. Sie heißt Carla. Weil ich höre jetzt auch auf der BLBM. Und da musste ich natürlich auch zur ISO. Und ja, jedenfalls habe ich dann auch mal dran gedacht zu fragen, wie sie eigentlich ausgesprochen wird. Und ich dachte halt immer, weil sie immer so süß und so gezeigt wird, dass es halt immer so dieses weiche C ist. Aber nein, es ist das harte C. Sie ist die harte. Die kommt in den Garten. Ja, ich habe es auch brav hier notiert, ne? Aber es ist trotzdem immer noch irgendwie voll süß. Auch wenn sie eigentlich traurig sein soll, ist es irgendwie voll süß. Ich krieg die Seite nicht auf. Für Visitenkarte, Gedöns, Idee festhalten, ja, keine Ahnung. Es wurde auch wieder eine wunderschöne Seitenansicht. Das habe ich noch in ein Artwork umgesetzt, so viel nicht, weil ich Fuß nicht hinbekommen habe. Sieht aber auch aus, ey. Und die Haare sind noch schlimmer. Ich glaube, dazu wollte ich von einem OC, von einem Zeichner, wollte ich das, glaube ich, machen. Die hatte so, also es haben viele Dutz. Aber ich glaube, das sollte ein OC-Fanart werden, aber dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr. Base und ja, hier. Realismusversuch. Ja. Es ist strange. das habe ich von einer Rückseite von einem How to Draw Manga Buch abgezeichnet. Ich glaube, das soll auch wieder Layla sein. Ich habe am Anfang voll viel Layla gezeichnet. Jetzt zeichne ich sie echt extrem selten. Irgendjemand anders in der Schuluniform? Von Tales of Symphonia Down the New World, also der Nachfolger einer der Hauptpersonen. Das hier ist echt gut geworden, Alter. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich dafür eine Ref genutzt habe. Ich glaube allerdings nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber das ist so das schönste Bild von allen, weil die Seite ist wieder sehr... Ja, aber hier sieht sie irgendwie so niedlich und doch erwachsen aus. Das war definitiv abgezeichnet. Wegen Perspektive einfach mal geguckt. Dead ass. Auch. Und... Hier einen Chibi-Aligner von 24.07.15. Also fast ein Jahr habe ich da gezeichnet. Dann habe ich wieder aus dem Kopf versucht, Rückseite, und das ist okay. Dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr, das zu zeichnen. Ah, wenn ihre Kette zerspringt und sie zum Dämon wird. Das war eine kleine OC-Aktion, wo ich, oh Gott, da war ich sogar noch so fleißig mit Details dazu geschrieben. Ich glaube, das hätte ich mir langsam mal wieder angewöhnt. Nur, irgendwie schreiben immer seltener die Leute die Details dazu. Warum? Leute, dann kann ich euch nicht markieren. Klar, man kann auch Accounts markieren, aber ich persönlich mag das nicht, weil es mir einfach auf den Pisser geht, wenn ich dann irgendwie zu einer Extra-Seite sonniert werde, nur weil ich markiert würde, statt dass ich einfach normal auf diesen Beitrag da gedingst werde, und auch wenn es eigentlich voll offensichtlich ist, wenn man meinen Account anguckt, weil ich halt auch meine Künstlerseite verlinkt habe. Ich mag es lieber, wenn ich mit dem Künstler, mit meiner Künstlerseite markiert werde, und andersrum markiere ich eigentlich auch wirklich nur Seiten. Es ist wirklich nur Seiten, dass ich dann auch im Account markiere, weil, ich weiß nicht. Es kann ja sein, dass ihr jetzt nicht nur ein reines Künstler-Account habt, also womit ihr die Künstlerseiten folgt und mit Künstlern befreundet seid, sondern halt auch dann Arbeitskollegen sind, und ich weiß nicht, ob die dann alle so fresh reagieren oder vielleicht auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, dumm sind. Ist ja dumme Kommentare, daher lieber keines. Art Treasure mit ihrer Hexe, wo noch seit Jahrzehnten ein Tausch offen ist, aber... Ich langsam auch keinen Bock mehr zu schreiben. Dabei habe ich ihre Karte schon lange fertig. Naja, wenn, dann wollte ich die auch ehrlich gesagt nochmal neu machen. Egal. Ich weiß, ich glaube, da wollte ich zeigen, wie ich bei Skizzen vorgehe. Strichdummy, Körper ausarbeiten, Details ausarbeiten.
Ist ganz okay, vor allen Dingen ist es so klein. Hier ist es fast so groß wie mein Finger. Voll süß. Es ist etwas größer als Dr. Erdnuss. Ich liebe dieses Scheißradiergum. Für ein Artwork wollte ich bei der Tapetenwand so gerne ein schönes Muster haben. Und da habe ich mal geguckt und ich glaube, das war für Seiji Artbook. Noch mein Aligner Half-Body, wo sie ein bisschen grenzdebil guckt, finde ich. Eine Chibilan! Time for fight! Yes, baby! Ja, es ist okay, aber Alter, fast ihr kompletter Oberkörper sind nur Titten. Okay, sie würde es nicht jucken, aber allein durch diese Haltung sieht es einfach so ein bisschen omamäßig aus. Aber ich weiß nicht, der Chibi hat echt was, muss ich sagen. Aber es ist trotzdem so, dieses fast nur Titten-Oberkörper ist so ein bisschen creepy für mich. Aber es hat was. Ja, und hier kommen wir zu den neuen Angesprochenen. Weil ich bei meiner Dame, bei meiner Holzlady, was beim Farbschema ihrer Laternenform was falsch verstanden habe, musste ich halt ein paar Fanarts machen. Und dazu eine kleine Info. Ich mag es nicht, Fanarts zu machen, bevor ich meinen Charakter online gestellt habe, weil dann sind diese Fanarts mehr Mittel zum Zweck und nicht weil, oh, der Charakter ist so toll, ich finde die mega cool und so, sondern es ist halt wirklich mehr Mittel zum Zweck und das für mich ist für mich persönlich so ein bisschen Entfremdung von Fanarts, weil Fanarts sind für mich, du liebst den Charakter, du willst dem Zeichner, Designer, je nachdem wie viele dahinter stecken halt, deine Bewunderung zeigen und machst dann eben Fanart und nicht weil, mir fehlt noch das. Ich will aber nicht noch weiter Geld ausgeben in meinem Fall, weil ich habe schon genug in den MJ investiert. Und dann war es so, du willst aber auch nicht doppelten Cheat machen, weil jedes Mal, wenn du den Charakter veränderst, musst du eigentlich auch den Cheat updaten. Und wenn du wie ich ein 3D-Zeichner bist, also mit Papier und Stift, ist dann so, nein, bitte nicht, danke. Ja. Ich weiß gerade nur noch ihren Accountnamen, es tut mir leid. Ich werde später dann einfach diesen KS-Namen von Facebook, ich weiß nicht, ob die das auch auf anderen Seiten sind, einfach hier einblenden in das Dings. Jo. Die kleine Mieze mag Tee und die hat eigentlich in ihren Glasdingern irgendwas drin, was ich nicht so genau erkannt habe, trotz Ransum und Defiant-Art-Link. Aber ja. Und halt Gold davor. Gold. Das muss einfach in Farbe gemacht werden. Und sie ist halt so ein Metallding und hat hier, wo Licht durchkommt. Und deswegen dachte ich mir so, okay, machst du das mit Gold. Wenn man damit rumspielt, sieht man es. Und ja. Da die kleine Lady mag Ramen total gern, deswegen frisst sie halt Nudeln. sie spielt gern Streicher, aber es war einfach nur so, wieso tust du dir nicht so viel gern? Weil, ein Teil ist weiß und dann kommt schwarz, aber immer noch mit von schwarz zu weiß Farbverlauf. Also mit weißen Spitzen. Design ist eigentlich mega hübsch, aber ich finde es sehr bewundernswert, dass man sich Flügel antut, dann auch nur große und dann auch noch so teilgesplittet und nicht nur einfarbig, sondern auch noch mit Farbverlauf. Und ich bin Flügelfaul, also für mich ist das so. Nein, danke. Also wenn ich mich davor drücken kann, und drücke ich mich lieber, aber für so ein Line Art geht schon. Nur wenn ich dir danach vorstelle, mal Artox zu machen. Oh mein Gott. Anstrengend. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, dieses Buch ist definitiv nicht für Comics geeignet und es hat mir auch in der Seele wehgetan, aber es sieht halt immer schöner aus, wenn eine Farbe als Highlight und Flat Corner ist, als alles. Ja. Hier habe ich es dann mit Aquarell gemacht. Unter anderem, weil ich keinen wirklich schönen Türkis-Copics habe. Ich habe eigentlich eins, aber ja, und dachte mir so, scheiß drauf, guck's mal Aquarell, ne? Ja, hier habe ich dann wieder meine Copics booten lassen. Die kleine Dame belehrt gern die Leute. Und ihr Farbverlauf ist einfach so, ich glaube, ist so ziemlich das Markanteste an ihrem Design und auch für mich das Schönste. Aber ich konnte es leider nicht so wirklich einfangen. I'm so really, really sorry. Aber dafür wurde die Haltung gut. Ich finde, das halt echt was Schönes, Überhebliches. Weil sie halt da auch leicht überheblich wird. Das ist sozusagen von der Erfinderin.
der Rasse. Ihr Charakter und sozusagen repräsentiert sie das am meisten, weil war halt erste davon und so und nutzt sie ja halt auch, um Quests und sowas zu zeigen und so. Und ja, und die kleine Lady mag Glitzer. Und da ich so ein bisschen Glitzerwäsche habe und bisher nie eine Gelegenheit dafür hatte, die zu nutzen, weil du kannst halt nicht durchgucken, dadurch ist dann rauskarten, echt scheiße, habe ich es halt hierfür benutzt, weil es passt wie die Faust aufs Auge. Die kleine mag Glitzer und dann hat sie hier Glitzerwäsche. Bitch. Ja, das war jetzt die Aussie-Aktion. Oh, verdammt. Ja, da habe ich bei den Radieren wieder was geschafft. In der Skizze sah von der Seite echt schöner aus, muss man sagen. Ist so ein bisschen zerrt. Also in der Skizze sah es echt schöner aus. Aber sieht immer schöner aus, weil du halt alle Linien hast und so vervollständigen kannst und so hast du hier plötzlich ein weißes Nix. Was ist immer noch? Ja. Ich bin halt so ein bisschen sad, dass diese Profilansicht nicht mal so schön aussieht. An sich ist es ein schönes Bild. Wo diejenige noch nicht reagiert hat. Ich muss dann mal unter dem Mossi-Beitrag und einen jeweiligen Kommentar nochmal anstupsen. So, das war dann halt jemand anders. Das ist eine kleine Waldhexe. Die hat hier so ein Muster halt auf ihren Rücken, was mega schön ist, der Schnitt. Und das habe ich dann halt einfach mit Silber und Gold gemacht. Gerammt dann das Silber, ist halt nur, wenn du damit rumspielst. Und sie heilt halt den Wald. Hier war es Gold und Silber. Schrägstrich umsorgt ihn, aber dafür. Sie spürt halt immer, wenn sie die Kraft abgibt, sage ich jetzt mal. Und deswegen so dieses sad, aber glücklich, weil sie halt so kleine Schmerzen gerade hat. Aber sie macht das gern. Don't worry, I'm here for you. Ja. Das Design ist einfach nur mega schön. Ach, stimmt, da muss ich den Beitrag noch bearbeiten und die Seite markieren, weil es mir jemand runtergeschrieben hat. Merci. Ja, das Design ist jetzt an sich nicht wirklich krass. Es war einfach nur dieses Hutgimmick. Es ist zwar eigentlich mega unpraktisch mit den ganzen Flaschen am Hut, schon allein aus Balancegründen, aber es ist so eigentlich voll cooles Gimmick. Insbesondere auch als Designmerkmal, deswegen konnte ich nicht anders als diese Sache einfangen. Und ja, ein paar Fläschchen. Ich habe die selbst so ein bisschen detaillierter gezeichnet. Die waren eigentlich nur glatt, aber ich dachte mir so, scheiß drauf, muss mal ein bisschen mehr. Hast ja ein paar Flaschen vor dir. Und das ist das Letzte. Zum einen von der Aussie-Aktion und zum anderen von diesem Buch, weil ich habe zuerst überlegt, auch hier, aber es war da so, scheiß drauf. Du machst einfach einen glatten Abschluss wie vorne. Und ich wollte mich jetzt auch zu nichts mehr zwingen, weil dann sieht es auch kacke aus. Das ist von einer guten Lea von Instagram, die mir halt nur da folgt und irgendwann gefolgt hat und seitdem auch immer wieder einen Kommentar dafür hat. Liebes, wenn du das siehst, vielen Dank. Es ist unglaublich schön, weil ich weiß nicht, jeder andere deutsche Künstler auf Instagram hat so gefühlt 4, 5 Stammleute, die immer kommentieren und bei mir ist das so selten. Das ist dann immer so, ich weiß nicht, was ich falsch getan habe, es tut mir leid. Ich möchte auch in der Aktion an. Ja. Sie ist eine Assassine, aber bevorzugt dann doch eher die ruhigen Sachen, wie zum Beispiel Kartenspielen oder Bücher lesen und so. Und was ich halt am meisten mag, deswegen ist ein Halfbody war. Ihre Bluse, sie ist so schön altmodisch. Weil es dann halt immer ein bisschen komisch kommt, wenn du denen dann die krassen Frisuren gibst oder voll die neuen Schuhe oder so. Mag ich die zwar, aber benutze die eigentlich eher weniger, weil man dann eingegrenzt ist in Anführungsstrichen. Es ist es schwer mit Neues. Es ist es schwerer mit Neuen zu kombinieren, ohne dass es so ein bisschen fehl am Platz wirkt. Deswegen bewundere ich im Stillen dann immer das alte Zeug. Es ist voll schön, weil es hat auch immer so ganz kleine Design-Gimmicks, also Details und ja, es ist mega schön. Ja, ich mochte die Bluse und ich wollte halt ihr persönlich halt sozusagen auch dafür danken, dass sie halt bei mir reagiert. Deswegen war es für mich schon eine Pflicht, als ich vor allen Dingen dann auch noch extra den Sheet der Person gemacht, also des Charakters gemacht hat. Und also, Mädchen, du kommst definitiv dran. Du bist sowas von safe. Und ja, sie hat sich gefreut. Und ich habe mich gefreut. Und das war's. Ja, das tut echt gut. Das war mein kleines Büchlein. Und da wir jetzt schon mal 36 Minuten sind und ich stark befürchte, dass ich nicht im Zeitrahmen des anderen Skizzen schaffe, weil ich das sehr, sehr schade finde.
durcheinander. das hier, weil meine Freundin immer Lucky Bags holt. War das innen drin? Das ist nicht so, dass er noch mal schön. Ich hab so ein bisschen Nostalgie damit. Und hier ist immer gut. Von der Herren Preis. Und ich weiß nicht, wie es kostet. Und Euro. ich glaube, sie haben die Preise mit dran, damit du in den Nachrichten kannst, dass du halt nicht übers Ohr gehauen hast, dass du eben wirklich mehr drin hast, als das, was du bezahlst. Den Scheiß los und machst immer noch Gewinn. Ja. 8 Euro kostet das normalerweise, Leute. das Ding kostet 15? Oha. Ja, ein A4-Buch einfach nur liniert. Mit Marvel-Gedöns. Und weil Marvel halt ein bisschen teurer. Aber es ist halt Hardcover und Ringbuch, voll geil. Das hat mir sage und schreibe dreimal drin. Also sie haben insgesamt 3 Lucky Boxen, 5 Lucky Boxen gekauft. Also zweimal so bei so einem Merchstand und dann bei so diesem Pappschachtelstand, den, wenn ihr auf der LBM seid, bestimmt kennt. Und halt insgesamt 5 Lucky Boxen und dieses Buch war eiskalt wirklich in jedem zweiten drin. Also insgesamt 3-mal. und ja, ich werde schon irgendwas noch mit reinschreiben können. Das war dann auch einmal drin. Ich bin immer nicht der große. So, ja, scheiße. Keine Ahnung, ob es dann. Ich glaube nicht, dass ich meinen Schlüssel mache, aber es war sehr lang. Oh, nicht! So, und natürlich die erste Person, die ich Donnerstag angepeilt habe, Iso. You know I love you. ihr seid wirklich eine meiner kleinen Zeichenvorbilder, weil, wie ist schon oft genug. Also wie ich es mindestens einmal in einem Video erwähnt habe, ich weiß gar nicht, ob es so an. Doch, ich glaube, immer wenn ich von ihr anfange, schwöre ich immer was selber. Was, ich hoffe immer so an, muss ich richtig skizzen, Leute. und ich kaufe halt immer nur so Kleinzeugs. Und sie hatte diesmal aber größtenteils A4-Poster, somit war das dann so ein bisschen schade, aber naja. Aber ich habe mir fast alle Schlüssel anhängen können, die sie da hatte. Außer Carla, weil das war dann leider doch ein bisschen nixand. Aber das hatte sie auch so. Hat sie auch gesagt, verstehe ich. Geht mir genauso. Alles gut. Einmal Ren. Die kleine androgyne Persönlichkeit. Also, er hat so ein bisschen Mädchenhut. Wenn ich es ausdrücken darf. Bitte töte mich nicht. Aber es wird halt öfter. Er tanzt halt gerne und auch so ruhigere Sachen. Und ich glaube, ich sage jetzt nichts mehr, weil ich mich verarscht bin. Also, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich schlitze bald jemanden. Ich trete bald jemanden auf Schlitz. Aber es ist so ein bisschen mädchenbehaftet so vom Charakter. Das ist Ming. Die kleine Glücksbombe. Also, die lächelt eigentlich immer. Außer auf einen einzigen Lineart beim Oktober hat sie Ming immer lächelnd. Und ich muss deswegen auch immer lächeln, wenn ich sie sehe. Sie ist so süß. Guckt euch dieses Lächeln an. Mach scharf. Mach scharf, Wichser. Mach scharf. Yay. Es ist scharf. ja, das ist die kleine Maus. Die ist in Wirklichkeit erwachsen, aber durch irgendeinen Zauber wurde sie wieder klein und alles genau wissen wir nicht, weil Iso nicht an dem Manga arbeitet. Ich wäre mit die Erste, die es immer kaufen würde. So, das ist. Entschuldigung. das ist Pinja, ihre kleine Meerjungfrau von einer neuen Story, die sie da im Kopf hat und die sie auch immer aktiver zeichnet, weil die kleinen Deppen sind halt von ihrer Hauptstory, also ihrer sogenannten Herzensstory. Also wenn ein Künstler da schon lange dran arbeitet, dann ist die ihm besonders wichtig. Ich denke mal auch zum Teil, weil sie von ihrem eigenen Leben da was verbaut. Zumindest ist es bei mir auch so. Ist es meistens so. Und sie ist einfach eine sozusagen charakterlich eine kleine, neugierige Katze, kann man sagen. Voll niedlich. Aber, wie du weißt, warum tust du dir diese Haare lang? Sie sind halt fast, es sind eigentlich bis zum Arsch, glaube ich. Es ist halt wirklich sehr lang. Es ist zwar Gott sei Dank nicht bis zum Flossenende, weil ich glaube, dann tötest du dich auch selbst. Aber es ist trotzdem echt sehr lang und dann Wellen und es ist mega anstrengend, die zu kollern. ich habe es bisher noch nicht getan und ich glaube, dadurch wird höchstens auch nur eine Skizze vor dir kommen. Und das ist Gerda, wo sie auch am zweiten Tag, also Freitag, als Gerda rumgelaufen ist. Voll süß. Stell scharf, Wichser. Komm. Ja, die Kamera sei lieb. Ich habe nicht mehr so viel Zeit.
Ja, das ist Gerda, ihre kleine Wassergeist. Also sie ist selbst aus Wasser und kann Wasser kontrollieren und so, ne? Von Yayohime, die ein wunderschönes DTA von ihrer Rasse gerade laufen hat und eine Verlosung von einem Rassenvieh. Und zwei Schlüsselanhänger, die ich ganz hübsch fand. Ich liebe ihr Design so abartig, sage ich euch, Leute. Es ist mega hübsch. Es gehört auch zu der Rasse. Es ist mega hübsch. Dann konnte ich nicht widerstehen zu diesem Sticker, weil ich, wie man mich kennt, immer gut gelaunt bin, Alter. Immer. Immer wenn ich in den Öffis fahre, töte ich Leute mit Blicken. Was mein persönliches Geldloch war, war dieses Kornhorn. Aber ich konnte nicht dran vorbei. Es ist eine Eule. Guckt euch diesen wunderschönen kleinen Scheißer an. Es ist ein detailliertes Federkleid und es ist so süß, wie es sich windet. Und das ist eine Eule. Ah! Wenn ihr irgendwo eine Eule verbockt, bin ich sofort Opfer. Es ist nicht ganz sofort so mega kitschig, ist dann doch nicht meins, aber. Es ist eine Eule. Ich konnte nicht dran vorbeigehen und einfach nur wie ist das? Es ist so abartig süß. Das ist von der guten Sina Lina Simbürger. Sina Lina Artworks. Auch auf Facebook. Ja. Und ich konnte nicht dran vorbei. Und dann hatte sie noch diesen Schlüsselanhänger, den ich dann auch noch bei mir raufklatschen werde. Und die Kette, die ich auch schon getragen habe die letzten 2 Tage. Alles Eulen. Mädchen, du bist gut. Sie liebt Eulen auch und ich finde das wunderschön. Da musste ich einfach unterstützen. Aber 50 Euro hat das Konon, das hat dann echt einen fetten Riss gemacht. Aber ich konnte nicht dran vorbei, weil Eule, eine so schöne Eule. Von Sazena. Sie hat auch einen kleinen Eulenanhänger und es ist so schön. Und dann habe ich noch einen kleinen To-Do-Block geholt. Den habe ich dann meiner Mom gegeben. Packe ich gleich wieder zurück. Ich habe schon so viele Blöcke, die kann ich auch als To-Do missbrauchen. Da brauche ich nicht. Und ich bringe halt immer irgendwas Kleines meiner Mom mit. Ja. Nochmal von Iso, weil ich diesen Block noch nicht habe und das einfach nur mega niedlich ist. Oh nein, mein Zeitrahmen. Von Schnee. Ja, Schnee. Okay. Es ist eine Eule. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Von LA Creek, wo ich eigentlich auch unglaublich gerne einen Conor-Einrack haben wollte. Full Collar, weil ihre Collar wunderschön ist. Sie sieht halt so leicht aus irgendwie. Aber Arschkarte dieses Jahr, ich hoffe, dass ich entweder dieses Jahr noch schaffe oder nächste LBM dann. Und der andere, ich bin zwar jetzt nicht Querformat-Fan, aber es sah halt echt schön aus, muss ich sagen. Ich liebe Blöckchen. Mich kannst du so mit Glöckchen kaufen. Und dann einfach ein Tipo. Süß. Er ist so Zucker. Von meinem Lieblings-Tess aufs Spiel. Das erste. Das zweite ist okay, aber ich liebe das erste abartig. Schon allein wegen Alvin, weil Alvin ist Liebe. Ich konnte nicht dran vorbeigehen. Ich liebe Tipo so hart. Und was ich sagen muss, was so ein bisschen Mimimi ist. Ich hätte mich gefreut, wenn hier seine Schnauze zum Teil offen gewesen wäre, weil er kann die eigentlich fast komplett öffnen, sozusagen, sodass nur noch eine Kante hier drin ist. Klar, bei einem Plüschi ist es schwerer. Weil das halt, dass man es zum Beispiel bis da offen gehabt hätte, sodass man da ein bisschen mit rumspielen kann. Aber er ist trotzdem mega süß. Tipo! Und wo ich jetzt auch noch mal ein bisschen rumheulen muss, ich habe den dann am nächsten Tag rausgepackt aus meiner Tasche. Und dann gehen wir an einen Test auf Cosplay. Kleines Cosplay-Glöbchen vorbei. Und da war eine Elise. Ich hätte ihr Tipo in die Hand drücken können. Das wäre so ein schönes Foto gewesen. Und ein Shoot. Natürlich im Seiya-Outfit. Das wäre so geil gewesen. Ich hab so gekotzt gedanklich, weil das hat so gut gepasst. Sie hatte auch kein Tipo dabei. Es wäre so voll Gold gewesen. Aber ich hatte es den Tag nicht dabei. Und sie war es anscheinend auch nur den Tag, weil danach habe ich sie nie wieder gesehen. Herzschmerz. Jetzt kommen wir aber zum Wichtigsten. Konaneinträge. Ich habe immerhin 2 bekommen. Ein wie natürlich ISO. Und ich muss da mal am Anfang was speedpinnen, damit ich im 45-Minuten-Rahmen bleibe, weil sonst wieder das System rumheult. So. Einmal ISO. Ach, mit Melina, also Marlins Mom. Und das ist eine Bogenschützin, deswegen musste ich ihr das einfach zur Schau stellen, weil Carla ist ja auch eine Bogenschützin.